Heute wird es noch mal so richtig gemütlich bei mir. Ich habe mir im Hintergrund schon die Kerze angemacht und mein dicker Schal begleitet mich heute auch. Denn heute möchte ich euch noch meinen Weihnachtsdeck kurz vor Heiligabend präsentieren. Ich wurde vor einiger Zeit angeschrieben von der lieben Schlumpfenbaby und da wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei dem Weihnachtsdeck mitzumachen. Und ich mache ja wirklich sehr, sehr gerne bei Tex mit, das wisst ihr ja mittlerweile auch. Und ich wollte es mir einfach nicht nehmen und deswegen kommt jetzt einfach vor Heiligabend nochmal dieses kleine Weihnachtsvideo und dann ist aber auch Ende mit Weihnachten, weil ich habe wirklich genug Weihnachtsvideos für dieses Jahr gedreht. Ich dachte mir, da passt das auch noch, meine Gewinner einfach kurz zu präsentieren, denn ich hatte ja einen X-Mas-Contest und der lief ja noch bis zum 18.12. Und ja, der ist jetzt zu Ende. Ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben. Ich hatte eine Verlosung auf Facebook und hier auf YouTube. Und ich habe das jetzt selber entschieden, wer für mich jetzt gewonnen hat, weil in den letzten Verlosungen habe ich ja immer Random Org gefragt und per Zufall dann entschieden, wer der Gewinner ist, weil ich mich einfach, also was Entscheidungen angeht, wirklich schwer tue. Aber ich habe mir dieses Mal gedacht, dass eine Videoantwort sowieso was Persönlicheres ist und ich einfach nach meinem Gefühl und nach meinem Geschmack beurteilt habe. Und ich habe auch mir die Hilfe meines Freundes dazu genommen. Auch er hat sich die Videos angeschaut und wir haben unabhängig voneinander plötzlich dieselbe Meinung gehabt und uns für dasselbe Video entschieden. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich dich liebe. Nein, aber es war wirklich unabhängig voneinander und ich wollte einfach noch eine Meinung von jemand anderen reinholen und nicht nur von mir. Und deswegen war das halt ganz cool, dass wir irgendwie so zusammen harmoniert haben. Und ja, also die Gewinnerinnen stehen fest. Es sind zwei Mädels. Ha, wie soll es doch anderes sein? Aber ja, also auf YouTube hat die liebe Causeless Happiness gewonnen. Ich danke dir. Du hast wirklich ein ganz, ganz tolles Video gemacht. Ich schreibe dich an. Ich hoffe, du siehst dieses Video. Dann fühlst du dich jetzt schon angesprochen. Aber du hast mich einfach überzeugt. Dein Look ist grandios. Alle anderen Looks sind auch wirklich grandios. Ich danke euch für eure Videoantworten. Ich fand wirklich alle toll und ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Aber dieser Look hat mich irgendwie mehr angesprochen, weil er passt so ein bisschen zu dem, was ich auch anziehen möchte an Weihnachten. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen inspirieren lassen und bin total kleben geblieben. Und ja, Süße, du hast gewonnen. Und wir schreiben miteinander. Ich möchte deine Adresse haben. Und dann werde ich dir mein Paket, ich hoffe, du weißt noch, was du gewinnst, ansonsten guck dir nochmal das Video an, aber dann schicke ich dir das zu und ich hoffe, dass es auch noch vor Heiligabend ankommt und du da noch was von hast. Vielleicht kannst du ja was dafür noch an Heiligabend gebrauchen. Ansonsten tut es mir leid, falls es ein bisschen später ankommt. Aber es ist ein kleines Weihnachtsgeschenk an dich. Ich bedanke mich wirklich bei den anderen, die mitgemacht haben. Ich war so ein bisschen irritiert. Ich hatte erst 6 Videoantworten, aus 6 wurden 5. Und nach dem Contest-Close war dann auf einmal, oder waren dann auf einmal nur noch 4. Und ich hatte mir alle 6 angeschaut und fand es jetzt schade, warum die anderen beiden abgesprungen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das persönlich gemacht habt oder ob das an YouTube lag, aber plötzlich waren nur noch 4 Videoantworten da. Und ja, aber du, Causeless Happiness, du bist noch da gewesen und deswegen herzlichen Glückwunsch. Nun komme ich zu der Gewinnerin auf Facebook. Dort haben 3 Mädels mitgemacht. Ich hatte vor ein paar Tagen mal durchgeschrieben, ob das stimmt, dass wirklich nur 3 mitgemacht haben. Und ansonsten, wenn das nicht so ist, solltet ihr mich bitte korrigieren. Ja, ich wurde angeschrieben, da hieß es dann, also von der lieben Emma, dass sie wohl mitgemacht hätte, aber ich hatte nichts von ihr gesehen und die anderen auch nicht. Deswegen war das so ein bisschen irritierend und deswegen konnte ich mich nur ja zwischen einem von den dreien entscheiden, die mitgemacht haben. Und da hat die liebe Viola Moda gewonnen. Du hast wirklich ein grandioses Gedicht geschrieben. Ich fand das wirklich toll. An die anderen beiden, seid nicht traurig, seid mir nicht böse. Ihr habt auch wunderschöne, ja, Gedichte geschrieben, aber das war eigentlich, boah, das hat mich wirklich umgehauen. Und ja, ich setze euch einfach dieses Gedicht und nochmal die Infobox rein. Da könnt ihr euch das mal durchlesen, was sie mir geschrieben hat auf Facebook. Also es ist wirklich ganz, ganz toll und du hast dir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du weißt auch noch, was du gewonnen hast. Und ja, wir schreiben miteinander. Ich hoffe, du siehst das Video. Ansonsten, ich schreibe dich persönlich an. Auch deine Adresse möchte ich haben und dann sende ich dir auch hoffentlich noch pünktlich zu Heiligabend dein Paket zu. So, das war's gewesen. Die Gewinner stehen fest. Ich hoffe, ihr beide freut euch und noch vielen, vielen, vielen Dank an die anderen, die mitgemacht haben. Ich werde das nächste Mal wieder, denke ich mal, einen Kommentar-Contest machen. Dann haben wieder mehrere die Möglichkeit, die vielleicht nicht gerne vor die Kamera treten möchten. Und deswegen, es war mal eine Erfahrung. Ich wollte das einfach ausprobieren und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und ja.
Deswegen viel Spaß mit eurem kleinen Geschenk von mir. Jetzt kommen wir endlich zu meinem Weihnachtstag. Ich werde auch sofort loslegen. Ich habe hier mein Handy, da stehen die Fragen drauf. Die lese ich einfach vor und dann gebe ich euch einfach dazu die Antwort. Also wer dranbleiben möchte, ich würde mich freuen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach mal ganz viel Spaß mit meinem Weihnachtstag. Kommen wir zu der ersten Frage. Was ist dein Lieblingsessen zur Weihnachtszeit? Ich habe ein bestimmtes Lieblingsessen und das gibt es immer zu Heiligabend. Es gibt auch manchmal Ausnahme zwischen den Jahren, also jetzt irgendwann mal im Sommer oder im Frühling, aber das ist wirklich nur Ausnahme. Ansonsten gibt es dieses Gericht immer zu Heiligabend und das ist Schweineländchen und am liebsten mit persischem Reis oder mit Spätzle oder auch mit Pommes. Das sind ja Ländchen umwickelt mit Schinken und in einer ganz grandiosen Soße. Ich kann es euch nicht beschreiben. Es ist wirklich einfach lecker und ich liebe es. Es ist teuer, es geht auch auf die Hüften, aber ich liebe es und es ist wirklich eins meiner Lieblingsessen, beziehungsweise es ist mein Weihnachtslieblingsessen. Zweite Frage. Was war das verrückteste, schönste Geschenk, das du zu Weihnachten bekommen hast? Ich habe überlegt, also ein verrücktes Weihnachten habe ich jetzt nicht erlebt, aber das Schönste, was ich trotzdem irgendwie so ein bisschen verrückt fand, war damals, da war ich noch Backstreet Boys Fan und ich habe damals von meinen Eltern, also damals habe ich noch gedacht vom Christkind, habe ich Konzertkarten bekommen. Ich war wirklich, ich habe Backstreet Boys geliebt und ich habe sie dann halt zu Weihnachten geschenkt bekommen, die Konzertkarten. Und das war wirklich etwas, wo ich hier, glaube ich, den Tränen nah war. Und ja, das war wirklich sehr, sehr toll. Ansonsten, ich finde alle meine Weihnachtsgeschenke toll. Ich kann mich da gar nicht festlegen. Ich bekomme immer ganz tolle Sachen und ich freue mich auch immer. Und ich bin sowieso eigentlich relativ gut glücklich zu stellen. Und ja, aber ich bin auch dieses Jahr wirklich problemlos. Ich habe keine Wünsche. Wenn ich Geschenke bekomme, ich freue mich wirklich über alles. Und ja, ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, waren die Street Boys Konzertkarten das Schönste, was jetzt so in meiner Kindheit hängen geblieben ist, was ich geschenkt bekommen habe. Drittens, wie verbringst du Weihnachten? Am liebsten verbringe ich Weihnachten mit meiner Familie, ganz klar, und auch mit meinem Freund. Der mag natürlich Weihnachten überhaupt nicht. Der hasst Weihnachten wie die Pest und wird am liebsten die nächsten Tage krank im Bett liegen und sich nicht rühren, aber er kommt nicht drum herum und ich liebe es einfach. Wir machen es eigentlich so, wir kochen zusammen, wenn meine Mutter nicht gerade arbeiten muss. Wir beiden kochen zusammen, wir decken den Tisch. Entschuldigung, ein paar Tage vorher haben wir dann schon den Weihnachtsbaum geschmückt. Wir lassen weihnachtliche Musik laufen und ja, dann abends gibt es ein lecker Essen, anschließend Bescherung und dann sitzen wir meistens noch zusammen, trinken, quatschen. Ansonsten bin ich die Jahre zuvor immer noch mit meinen Freunden weggegangen, aber das wird dieses Jahr nicht so sein. Ich werde das dann einfach gemütlich mit meiner Familie und mit meinem Freund ausklingen lassen. Viertens, welcher Song ist dein absoluter Lieblingssong im Winter? Ich habe mir das rausgeschrieben, beziehungsweise das Album habe ich mir rausgeschrieben. Ich höre am liebsten Christina Aguilera zur Weihnachtszeit. Also Winter allgemein, da gibt es für mich trotzdem alle Lieder, die ich halt dann zur Winterzeit toll finde. Aber wenn ich das auf Weihnachtssongs beziehe, dann ist das Christmas Time von Christina Aguilera. Ich liebe Christina Aguilera besonders. Ihr Weihnachtsalbum, ich weiß gar nicht, wie alt das schon ist. Und das heißt My Kind of Christmas. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen auch da draußen, der Christina Aguilera mag. Und ich liebe dieses Album. Ich höre es wirklich rauf und runter. Und ja, ich werde morgen oder übermorgen den Weihnachtsbaum schmücken. Und ja, vielleicht auch heute, wenn ihr das Video seht. Mal gucken. Und dann werde ich auch wieder die CD laufen lassen. Ich liebe diese CD. Ich liebe, 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 liebe diese Weihnachts-CD. Fünftens, zeig uns dein Lieblingsgetränk. Da zeige ich euch einen ganz tollen Tee. Das ist ein türkischer Apfeltee und der ist auch noch verpackt. Den haben meine Eltern aus der Türkei mitgebracht. Die waren dort im Urlaub vor einigen Wochen und der ist wirklich toll. Ich kann den euch ans Herz legen. Es gibt ja hier bestimmt auch in Großstädten so Türkenläden. Und vielleicht gibt es da ja auch diesen Tee. Der ist wirklich ganz, ganz, ganz lecker und ja, jetzt zu dieser kalten Jahreszeit trinke ich den super, super, super gerne. Der ist ganz, 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 ganz lecker. Sechstens, was sind deine größten Wünsche? Wie ich euch gerade schon gesagt habe, habe ich dieses Jahr überhaupt keine Wünsche.
Den einzigen Wunsch, den ich jetzt auch so auf Beauty beziehe, ist immer noch die Naked-Palette. Ich möchte unbedingt diese Naked-Palette haben und ich habe es immer noch nicht geschafft oder mich noch nicht getraut, sie zu bestellen. Und sie ist auch wirklich sehr teuer, ihr wisst es. Und ansonsten den größten Wunsch, den ich eigentlich habe, ist, dass meine Familie gesund bleibt, dass mein Freund gesund bleibt. Ja, dass meine Zukunftspläne alle so weit ja, ablaufen, wie ich sie mir geplant habe mit meinem Freund. Und ich möchte einfach, dass alle da draußen gesund bleiben und es einfach nicht so viel, ja, ihr wisst schon, irgendwie Krieg gibt oder irgendwelche anderen Sachen, die halt nicht so wirklich sozial sind. Aber das sind halt so allgemeine Wünsche. Für mich sonst habe ich wirklich keinen Wunsch, bis auf meine Naked-Palette. Aber ansonsten gibt es keinen großen Wunsch. Ich bin wunschlos glücklich, eigentlich gesagt. Und von daher kann ich mich nicht beschweren und ich habe einfach keinen großen Wunsch. Siebtens, zeig dein Lieblingsoutfit zu Weihnachten, schrägstrich dem Winter. Also das, was ihr jetzt seht, das ist im Prinzip schon mein Lieblings-Weihnachtsoutfit bzw. Winteroutfit. Es muss am liebsten oder am besten muss es einfach richtig kuschelig sein. Dann habe ich noch Boots. Das sind so ganz stinknormale Winterboots. Das sind zwei verschiedene. Einmal so ein brauner und dann sind das nochmal so, ist ein Blauton. Es ist kein ganz schwarz, es ist ein dunkelblau. Und wie ihr sehen könnt, sind da Rentiere drauf und ganz süß. Ja, also die finde ich halt super, super bequem und sie halten auch richtig warm. Und wenn ich die halt anhabe und einen dicken Schal und einfach einen flauschigen Pulli oder so eine Strickjacke, wie ich jetzt anhab. Und natürlich, was nicht fehlen darf, meine dicke Mütze mit einem Bömmelschini oben drauf. Also die ist wirklich, die ist so toll, die ist so schön und die hält mir so meine Ohren so warm. Und ja, also das ist eigentlich schon mein Lieblingswinteroutfit. Ich bin total unkompliziert. Ich mag es einfach extrem kuschelig und warm. Und ja, so sehe ich dann aus. Achtens, welchen Nagellack trägst du am liebsten? Ja, ihr wisst ja, eigentlich trage ich überhaupt keine Nagellacke. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht so wirklich einen Lieblingsnagellack, den ich euch jetzt zeigen konnte, weil ihr wisst, ich zeige es auch immer wieder gerne. Ich habe Gelnägel und ich lackiere mir die eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Nur meine Fußnägel und deswegen kommen halt auch hin und wieder doch nochmal Nagellack mit mir nach Hause. Aber ich habe halt zurzeit irgendwie keinen Lieblingsnagellack, deswegen kann ich euch jetzt hier im Video keinen zeigen. Neuntens. Dein Weihnachtstipp für uns. Feiert so Weihnachten, wie ihr es gerne wollt. Wenn es mit der Familie ist, dann feiert mit Familie, mit Freunden. Feiert alleine. Wenn ihr kein Weihnachten mögt, dann lasst es ganz sein. Ich habe keinen speziellen Weihnachtstipp für euch. Ja, macht einfach das, was ihr für richtig haltet. Wenn ihr Weihnachten liebt, dann wisst ihr selber, wie ihr Weihnachten feiern wollt. Und wenn ihr halt kein Weihnachten mögt, dann, ja, dann ist es halt so, dann mögt ihr kein Weihnachten, dann könnt ihr euch mit meinem Freund zusammentun, der mag nämlich auch kein Weihnachten. Ja, aber naja, gut, ich habe wirklich keinen Tipp für euch. Seid einfach so, wie ihr seid und feiert so, wie ihr wollt. Und ja, ich kann euch trotzdem aber als Weihnachtstipp den tollen Tee, den türkischen Tee, ans Herz legen. Der ist wirklich, der ist ganz, 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 ganz lecker und das ist mein einziger Tipp, den ich euch jetzt geben werde. Auch schon zur letzten Frage und die lautet: Wie verbringst du eiskalte Wintertage? Am liebsten verbringe ich eiskalte Wintertage mit meinem Freund vor dem Fernseher mit einer dicken Decke, mit einem leckeren Tee und ja, am liebsten auch mit meiner Katze in meiner Nähe. Aber bei meinem Freund habe ich meine Katze nicht bei mir, weil die ist bei meinem mir, also hier bei meinem Elternhaus. Und ja, also es muss einfach kuschelig sein, ganz viele Kerzen an. Wir lieben es, ganz viele Kerzen anzuhaben. Heizung aufdrehen, weil wir haben leider keinen Kamin. Dann irgendwelche tollen Filme gucken und ja, es sich einfach gemütlich machen. Ich habe total schicke Hausschuhe, die habe ich euch auch schon mal auf meiner Facebook-Seite gezeigt. Ich habe die nicht hier, die sind auch bei meinem Freund und mir. Aber die sind total toll und die habe ich auch immer gerne an, weil ich friere und ja, also so verbringe. Ich habe heute, tut mir leid, einen kleinen Sprachfehler. Nein, aber so verbringe ich meine Weihnachtszeit und am besten dann halt gar nicht rausgehen, nur mal kurz aus dem Fenster gucken, ob es schneit und einfach sagen, ach ja, gut, dass ich jetzt nicht draußen bin und kein Auto fahren muss. Nein, ich finde Schnee wirklich total toll, aber am liebsten dann einfach nur von innen nach draußen gucken und es einfach so genießen. So, das war es auch schon gewesen. Das war meine Gewinnerauflösung von meinem X-Mas-Contest und mein Weihnachtstag. Und jetzt habe ich auch genug geweihnachtet.
Und ja, ich würde einfach sagen, ich wünsche euch frohe Weihnachten, euch allen da draußen. Feiert schön, lasst euch reich beschenken und ich hoffe, wir werden uns auch noch vor Silvester antreffen in einem Video. Vielleicht werde ich noch ein Video drehen. Es wird definitiv noch ein Video online kommen, was schon ein bisschen älter ist. Das habe ich im November abgedreht. Ich will es aber euch nicht vorenthalten und deswegen wird das jetzt noch irgendwann kurz nach Weihnachten online kommen. Und vielleicht drehe ich nochmal ein Outfit of the Evening oder so an Silvester, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal frohe Weihnachten und meine Lieblings-Hello Kitty wünsche euch auch frohe Weihnachten. Ich finde die so süß, die ist so toll. Ich könnte sie knuddeln. Ich finde die richtig, richtig schnuckelig und ja, die hat auch so einen tollen Umhang, so ein tolles Cape. Und ja, ich würde einfach sagen, wir beide, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Ein ganz tolles Heiligabend 2011. Ich hoffe, euch hat mein Weihnachtsdeck gefallen und ich würde einfach sagen, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bye!